Inspektion selber machen. Volvo V70. So, fangen wir mal an, ob irgendwelche Lichter noch brennen, wenn ihr das Fahrzeug gestartet habt. Ob irgendwelche Lichter nicht erlöschen, zum Beispiel Motor, Ölstand etc., Kühlflüssigkeit. Aber hier ist alles cool. Das heißt, der erste Check, keine Warnlampen sind an, ist abgeschlossen. So, jetzt öffnen wir die Motorhaube und schauen uns mal den Motorraum an. Schaut euch vor allen Dingen den Motorblock an. Ist da irgendwo Öl, welcher ausläuft? Ist etwas ganz stark verrostet? Macht mal eine richtige Sichtprüfung komplett durch den Motorraum. Ist irgendwas undicht? Irgendwas ganz krass verrostet? Etc. Aber hier, wie ihr seht, sieht alles in gut aus. So, dann sollten wir natürlich auch noch mal den Ölstand messen. Wie das geht, habe ich euch auch unten verlinkt in einem extra Video. So, damit haben wir das schon mal. So, jetzt sind wir hinterm Fahrzeug, legen uns mal drunter und schauen uns die Abgasanlage an. So, einmal schön wackeln am Auspuffrohr und dann schaut euch mal an, ob die Gummis noch alle gut aussehen, ob sie brüchig sind und wenn ihr weiter drunter schaut, ob die Töpfe noch ganz passabel aussehen oder ob schon irgendwelche Löcher drin sind oder starker Rost vorliegt. So, was ihr noch machen könnt, ist bei laufendem Motor einen Lappen kurz hinten reinhalten in den Auspuff und wenn dann irgendwo anders da die Abgase rauskommen oder ihr hört das auch, dann würde irgendwo ein Leck vorliegen. Das ist auch ein sehr zuverlässiger Test. So, als nächstes checken wir noch, ob noch genug Motorkühlflüssigkeit drin ist. Das seht ihr am Stand des Pegels. Darüber hinaus checken wir noch, ob auch die Frostschutz noch gewährleistet ist. Dazu habe ich auch die Videos gelinkt, wo man das genauer nachschauen kann. Ne? Stand, Füllstand, Frostschutz und Temperatur. So, dann gehen wir nach vorne und gucken uns den Kühler an. So, ob die Lamellen noch schön sind, ob die verstopft sind, ob die defekt sind. Und dann gucken wir noch drunter, ob da irgendwo beim Kühler auch Kühlflüssigkeit austritt. Das seht ihr auch auf dem Boden an. Dann solltet ihr eine Zündkerzenkontrolle durchführen. Die ist hier unten, also da unter der Blende. Dazu habe ich auch das Video verlinkt, wie man die dann wechselt. Schraubt sie mal raus, schaut sie euch an, gegebenenfalls wechselt sie aus. Unten in der Beschreibung habe ich den verlinkt. Führt auch eine Funktionsprüfung der Lichtmaschine durch. Dazu habe ich auch einen Link in die Beschreibung gesetzt. Darüber hinaus solltet ihr immer schauen, dass ihr den Luftfilter wechselt. Den findet ihr hier drunter. Das werde ich auch noch mal machen und dann auch verlinken. Luftfiltercheck. So, schaut euch auch die Riemen an, ob die Spannung noch stimmt. Das würdet ihr aber auch beim Fahren hören. Dann würde es nämlich so kreischen. Außerdem solltet ihr euch die Riemen mal nach anschauen, ob Risse drin sind oder ob die noch schön geschmeidig aussehen. Schaut euch auch an, ob ein Ölwechsel vorliegen sollte. Wenn ja, macht diesen. Wenn nein, wartet ein bisschen. Also alle 2 bis 3 Jahre reicht da eigentlich aus. Auch wenn der Hersteller sagt, jedes Jahr. Bis jetzt laufe ich ganz gut damit. Wie ihr wollt. Öl kommt hier oben rein und dann geht das ab. So, jetzt bockt ihr mal das Fahrzeug auf. Das Aufbocken habe ich auch ein extra Video verlinkt. Könnt ihr euch genauer anschauen, damit wir an alle Reifen ankommen. So, aufgebockt haben wir jetzt. Gehen wir hin und wackeln seitwärts dran. Und wir wackeln senkrecht dran. Und dann merken wir, wenn das Spiel drin ist, ob irgendwelche Lagerschäden vorliegen. So, jetzt gucken wir mal hier rein. So, da hinten sehen wir die Faltenbälge. Die müssen auch noch in Ordnung sein, nicht brüchig. Das heißt, ihr guckt überall mal rein. Und gleichzeitig auch hier an den Bremsschläuchen schauen, ob die brüchig sind oder schon was werfen.
also Blasen werfen, dann guckt euch auch die Stoßdämpfer an, ob da Öl runterläuft und natürlich die Federn, ob die gebrochen sind. So, hier sieht eigentlich alles ganz gut aus. So, jetzt gucken wir uns noch die Scheibenwischer an. Ist auch immer wichtig, dass die Gummis nicht gerissen sind, dass sie schön geschmeidig sind und dass die ein gutes Wischbild abliefern. So, hinten solltet ihr das natürlich auch machen. Kontrolliert, ob sie noch schön schmeidig sind und keine Risse aufweisen. So, natürlich müssen wir dann auch einen Funktionscheck durchführen. Spritzt das Zeug noch gut auf eure Scheibe, wischen die Wischer das gut weg. Wenn sie nur einseitig irgendwo hinspritzen sollten, könnt ihr einfach eine Stecknadel in das Ventil schieben und dann anhand der Stecknadel den Kopf verändern. So, jetzt müssen wir das noch hinten machen. So, das funktioniert hier schon mal, ne? So, da kommt auch Wasser raus. Super, Funktion gewährleistet. So, prüft auch die Sicherheitsgurte, ob die brüchig oder rissig sind. Und prüft, ob die Sicherheitsgurte auch in die Schlösser kommen und auch wieder rauskommen. Das ist auch immer sehr wichtig, dass das funktioniert, weil im Fall eines Falles sollte man geschützt sein. Das macht ihr in allen Sicherheitsgurten. So, jetzt legen wir uns mal an der Seite runter und schauen, ob der Unterfahrschutz noch überall drunter ist. Ich gucke gleichzeitig noch nach heftigem Rost, ob irgendwo rostig ist. Hier kann man auch noch ein Stück von der Abgasanlage sehen. Guckt, ob quirlige Bremszüge, also Bremsleitungen noch intakt sind, ob da Blasen gebrochen werden. Guckt, wenn ihr irgendwo unter Bodenschutz drauf habt, dass der auch noch da ist. Das kann man alles super auch ohne Bühne machen, wie ihr seht. Es ist halt nur ein bisschen im Knien. Wichtig ist auch noch, dass ihr den Innenraumfilter wechselt. Den findet ihr hier auch im Motorraum wieder. Ich meine, der ist hier links oben drin. Darüber mache ich aber auch noch ein extra Video und verlinke das unten. Also auch jedes Jahr wechseln oder jede 2 Jahre wechseln. Pollenfilter. So, kommen wir zum Schmieren. Wir schmieren alles ab, was sich bewegt. Motoraufhängung. So. Überall. Auch bei den Scharnieren im Motorraum. Alles, was sich bewegt, wird abgeschmiert. Denkt auch an die Verriegelungen der Motorhaube. So. So, alles schön schmieren. Schmieren, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. So, dann kommen wir zur Tür. Da schmieren wir drinnen auch die Schlösser. So, gehen vorne zu den Scharnieren am Wagen und schmieren dort auch schön schmieren. Überall schön schmieren. Denkt auch bei den Schlössern dran, dass ihr im Schloss schmiert und auch wieder in der Tür. So, sackelidö, überall was Schmierfett drauf. Denkt dann auch die hinteren Türen, die haben auch Scharniere. So, überall schmieren. 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 Ja, das hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Auch das Teil müsst ihr schmieren. Vergesst auch nicht den Tankdeckel. Der Tankdeckel muss auch geschmiert werden. So. Auch die Teile dort, wo die Halterung reinkommt. Über ein bisschen Fett drauf. Super. So, Kofferraum. Schloss schmieren. Bei den Scharnieren schmieren. Schön schmieren alles. So. Schön. Auch die Aufnahme schmieren. Denkt auch an die Türbänder. Da sind auch Scharniere drin. Ich habe doch noch was vergessen. Hier oben müsst ihr auch schmieren. So. Ausgezeichnet. So, denkt auch an den Knopf hier hinten. Auch ein bisschen schmieren. Zack. So, dann machen wir mal einen Lampencheck. Schaut alle Lampen an, ob die noch funktionieren. Denkt auch an die Blinker. Auch hinten alles checken. Super, alles funktioniert. Rückwärtsgang müssen wir auch noch einlegen. Und dann haben wir den Lampencheck auch schon geschafft. So,
dann schaut euch mal die TÜV-Plakette an. Denkt immer daran, nach oben ist der Monat, wo ihr zum TÜV müsst und in der Mitte steht das Jahr. Also in dem Fall im dritten Monat 2017 müssen wir dahin. Das hier ist nur zur Orientierung. Das hat nichts zu sagen für euch. Guckt immer nur, was oben steht. 12 Uhr, also dritter Monat des Jahr 17, dass ihr da nicht den TÜV vergesst. So, die Waschanlage hat ja super funktioniert. Jetzt müssen wir jetzt nur noch prüfen mit einer Spindel, ob auch der Kälteschutz gewährleistet ist und der Füllstand macht das mal alles voll. Ne? Dazu habe ich einen extra Link für ein extra Video, wo ich das genauer erläutere. Schaut euch auch eure Reifen mal an. Auf der Lauffläche gibt es immer Indikatoren, wo ich jetzt einen suche. Da ist einer. So, diese Indikatoren geben an, wie weit das Profil runtergelaufen ist. Wenn die angekratzt sind, müsst ihr den Reifen ersetzen. Aber hier ist noch alles gut. Außerdem schaut ihr euch mal an, ob die gleichmäßig abgelaufen sind. Wenn die einseitig abgelaufen sind, dann weist es darauf hin, dass eure Spur nicht mehr stimmt. Auch darüber könnt ihr sehen, wenn in der Mitte zum Beispiel viel abgelaufen ist, dann habt ihr zu viel. Und wenn in den Seiten zu viel abgelaufen ist, also an beiden Seiten, dann habt ihr zu wenig Luft getankt. Das müsst ihr auch mal checken. So, jetzt schaut euch noch die Dicke der Bremsbeläge an. Die findet ihr da drinnen, hinter der Bremse. Da sind die drinne. Wenn das weniger als 6 mm sind, solltet ihr austauschen. Außerdem schaut euch die Bremsplatte hier drinnen an. Bremsscheibe. Bei mir müssen wir sie mal tauschen, wie ihr seht. So sollte es nicht aussehen. Ich zeige euch jetzt mal vorne, wie sie aussehen sollte. So sieht sie noch ganz gut aus. Ein bisschen Flugrost dran, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Wir haben ein gutes Laufbild und das ist ganz gut. Hinten, wie ihr gerade gesehen habt, müssten wir das mal austauschen. Also das heißt, dass da schon Riefen drin sind. Das ist immer wichtig, das merkt ihr aber auch beim Fahren. Die Bremsleistung lässt nach oder ihr bremst einseitig oder ihr hört immer ein Rauschen im Bremsen. So, jetzt sind wir mal bei der Handbremse. Zieht die mal an. Und wenn ihr dann merkt, so nach 5-6 Bewegungen, also ihr dürft die nicht ihr 90 Grad hochziehen können oder so, dass sie greift, ist in Ordnung. Das prüfen wir jetzt auch draußen. Ich werde gleich die Handbremse richtig anziehen. Dann werde ich Gas geben nach vorne und dann sehen wir, ob der Wagen hinten eintaucht, also so runter geht ein bisschen. Wenn das einseitig ist, dann habt ihr ein Problem bei den Bremsen hinten. Wenn das aber gleichmäßig ist und er nicht einfach wegfährt, wenn die Handbremse angezogen ist, dann sollte alles stimmen bei der Handbremse. So, darüber hinaus solltet ihr auch immer noch den Zustand der Bremsflüssigkeit checken. Das ist auch ganz wichtig. Dazu habe ich aber auch einen Link in einem speziellen Video, wie man das macht, gezeigt. So, jetzt sind wir nochmal bei den Bremsschläuchen. Da sprühe ich mir immer ein bisschen Silikonspray drauf, damit die schön geschmeidig bleiben. Das gleiche auch hinten bei der Achse, bei den Gummiteilen. Alles mal schön einsprühen. Nur kommt nicht auf die Bremse, auf die Bremsbeläge, damit die schön geschmeidig bleiben. Silikonspray oder WD-40 geht natürlich auch. So, das gleiche machen wir auch im Gummi von der Motorhaube, damit die immer geschmeidig bleibt. WD-40 oder Silikonspray benutzen. Überall, wo die Gummis sind, mal einsprayen. Das könnt ihr natürlich auch auf den Außen- und Gummis im Fahrer- und Beifahrerbereich und auch hinten machen. Komplett einmal um. Die Gummis werden es euch danken. Vor allen Dingen pappt es nicht im Winter so fest. So, hier hinten haben wir auch viele Gummis. Das ist einmal hier am Scharnier und natürlich hier oben den Dichtgummi am Kofferraum. Auch alles mal einsprühen mit Silikonspray oder WD-40. So, dann prüfen wir noch den Luftdruck. Das findet ihr hier am Tankdeckel. Es ist zwar in Kilopascal und PSI angegeben. Das sind 32 PSI bis 160. Ab 160 sollte man 250 Kilopascal machen. Das sind 36 PSI. 2 bar sind das im Schnitt, sollte man verwenden für die Reifen. So, das prüfen wir jetzt auch noch. Das könnt ihr natürlich auch an der Tankstelle machen oder in der Garage. Bei mir sind es 2 bar ausgezeichnet. Auch immer wichtig. Darüber hinaus solltet ihr euch auch immer hier die Seitenteile, die Flanken anschauen, ob die in Ordnung sind.
dann, ob eure Felgen noch in Ordnung sind, ob irgendwelche Absplitterungen da sind, ob alles noch gut ist oder irgendetwas stark korrodiert ist. Dann auch immer noch die Innenseiten, wo die Reifen langlaufen, alles mal durchchecken, ob irgendwo massiver Rost ist oder überhaupt Rost ist und ob ihr dagegen was tun müsst. Macht auch immer noch eine Probefahrt, ob irgendetwas sich schleifend anhört oder wummernd. Das sind meistens Anzeichen für defekte Lager. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war informativ. Ich wünsche viel Spaß noch. Bitte abonniert mich, wenn ihr wollt, und gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.